2021 war ein sehr aufregendes Jahr mit sehr vielen Neuerungen. Also es ging los im Frühjahr während des Lockdowns, der schon im November letzten Jahres ja angefangen hat, mit Streaming-Konzerten, weil wir wollten halt Lebenszeichen von uns geben. Und da haben wir dann halt in Kooperation mit dem Jazzclub halt auch richtig gute und qualitativ hochwertige Streaming-Konzerte machen können und senden können, was für uns völlig neu war. Ich glaube im Grunde, dass bei diesen Jazzkonzerten die Aufgabe des Tontechnikers ein bisschen eine andere ist als bei den Rock- oder Pop-Konzerten, weil man eigentlich weniger dazu da ist, den Klang zu formen, was man jetzt, wenn man zum Beispiel ein Rockschlagzeug hat, wo man wirklich den Klang mit dem Mischpult steuert, viele Effekte hat und einen fetten Hall, dass die Snare dann wie bei AC/DC dusch macht und nicht nur pöck. Und beim Jazz ist es mehr so, dass der Musiker vor allem darauf bedacht ist, dass wir wirklich den Sound, den er erzeugt, an seinem Instrument möglichst natürlich übertragen. Heute haben wir das Trio Bauer Bauer Narvesen zu Gast. Es ist der dritte Versuch, dieses Konzert zustande zu bringen. Im letzten Herbst wegen Corona ausgefallen, verschoben auf Februar diesen Jahres, wieder ausgefallen. Und jetzt kann es stattfinden. Ja, wir begrüßen auf der Bühne des Glasfoyer ganz herzlich Conny Bauer, Matthias Bauer, Dag Magnus Narvesen. Das erinnerte mich fast so an Rock, wie ein Jimi Hendrix gespielt hat, also so kreativ und in dieser Art. Also fand ich sehr interessant. Und ich stelle mal wieder fest, dass Jazz eigentlich so umfangreich ist und vielseitig ist wie keine andere Musik. Man schafft halt nicht nur die Inhalte der Musik, sondern auch die Rahmen, in denen man baut und bauen kann. Das ist eine unglaubliche Art von Spaß. Einfach so klar. Thank you.
Ich glaube, eine der größten Herausforderungen des Abends heute war, dass wir versuchen, ein Live-Erlebnis im Jazz für das zweidimensionale Format, den Fernseher, den Bildschirm einzufangen und das in einem Stil, dass man zu Hause erahnen kann, was heute hier stattgefunden hat. Denn so ein Jazzabend ist nie derselbe. Ich glaube, teilweise die Impro-Stücke, die drin vorkommen, werden sich nie wiederholen und deshalb kann man das klar konservieren, aber niemals so nach Hause übertragen, wie das, was wir heute hier erleben durften.